Mysterium Hypertonie, Bluthochdruck. Dein Herz saugt das Blut direkt aus deiner Leber. Wenn die Leber gut funktioniert, ist es, als würde man Wasser durch einen Strohhalm schlürfen. Wenn die Leber stagniert, träge, heiß, fettig oder toxisch ist, wird sie zu einem verstopften, schmutzigen Filter. Infolgedessen entzündet sie sich und verengt sich, sodass sie das Blut nicht gut verarbeiten kann und das Blut nicht so leicht durch die Leber fließen kann, wie es sollte. Dadurch wird das Blut schmutziger und dicker und der Sog, den das Herz benötigt, um das Blut aus der Leber zu pumpen, nimmt zu. Wenn die Leber eines Menschen durch leberfeindliche Ernährung immer mehr verstopft und gleichzeitig chronisch dehydriert ist, kann das Herz gezwungen sein, das 10- oder sogar 50-fache seiner normalen Leistung aufzubringen, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Es kann nicht mehr nur Wasser durch einen Strohhalm saugen, sondern auch einen Milchshake zu Gelee verarbeiten. Das Ergebnis dieser verstärkten Saugleistung ist ein erhöhter Druck, das heißt hoher Blutdruck. Geheimnisvolle Hypertonie. Es gibt Menschen, die sich wirklich gesund ernähren. Sie ernähren sich fettarm und essen ausschließlich hochwertige Fette. Sie essen nicht viel Salz, nehmen nicht viel Essig zu sich und trinken wenig oder gar keinen Alkohol. Und sie treiben Sport. Wieso sollten diese Menschen eine träge Leber haben? In diesen Fällen kann eine träge, stagnierende Leber eine andere Ursache haben: Giftstoffe. Ob Schwermetalle, Krankheitserreger, virale Abfälle, Kunststoffe, DDT, Chlor, Fluorid oder andere Gifte, die Ablagerungen können auch die Leber verstopfen, was den gleichen Effekt hat, sodass das Herz gezwungen ist, stärker zu pumpen, was wiederum den Blutdruck erhöht. Es geht nicht um das eine oder das andere, den Lebensstil oder die Gifte. Bei jemandem kann ein bisschen von beiden zusammenkommen, plus es gibt die ganz anderen Faktoren. Allein in den USA sind die meisten Menschen chronisch dehydriert. Das verdickte Blut führt zu einer Belastung des Herzens. Du hörst vielleicht, dass Bluthochdruck durch Stress verursacht wird. Der wahre Zusammenhang zwischen Stress und Bluthochdruck hat mit Adrenalin und der Leber zu tun. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, pumpen unsere Nebennieren Adrenalin aus, das von der Leber aufgenommen werden muss, um den Körper vor Schäden zu schützen. Eine mit Adrenalin gesättigte Leber macht es dem Blut schwer, reibungslos zu fließen und den Weg zurück zum Herzen zu finden. Es hat mit der Leber zu tun. Mehr dazu findest du in meinen Büchern.